die Klaviersonaten sind sozusagen sein Tagebuch. Es ist, als ob jeden Tag oder jede Woche, jeden Monat, hat er noch was zusätzlich wie ein Tagebuch geschrieben. Ich beschäftige mich mit den Beethoven-Klaviersonaten seit Kindheit. Ich glaube, ich habe die erste Sonate mit 9 oder 10 gespielt und habe den gesamten Zyklus zum ersten Mal gespielt mit 17, 1960. Also das ist für mich ein bisschen ein Jubiläum nächstes Jahr, 60 Jahre, dass ich mich mit diesem kompletten Zyklus beschäftige. Ich habe natürlich wahnsinnig viel gelernt in diesen 60 Jahren. Und man darf nicht vergessen, dass jedes Mal, dass wir ein Stück spielen, dass wir ein Konzert spielen, finden wir einen kleinen Aspekt oder Detail, der uns nicht so deutlich klar war davor. Weil die Musik ist eigentlich die Verbindung zwischen den unterschiedlichen Elementen. Und deswegen, es ist wie ein Berg. Man kann drei Seiten sehen. Von hinten zu sehen, muss man sich bewegen. Und so ist es mit der Beobachtung alle diese Stücke. Ich habe sie immer nicht chronologisch gespielt. Ich habe versucht, jedes Konzert so vollendet zu machen, dass die Menschen, die zu diesem Abend kommen, bekommen ein so breites Bild von Beethoven, wie es nur geht. Nächste Spielzeit, die Chronologie, erlaubt jeder, die Reise mitzumachen und die Entwicklung zu sehen. Auch die Entwicklung, wie er mit dem Klavier umgeht. Am Anfang ist es alles zentral. Dann, was man auf Englisch nennt, Middle Period, kommt ein größeres Element von Virtuos. Er muss ein phänomenaler Klavierspieler gewesen sein, so wie er geschrieben hat. Und dann in seine letzte Zeit, die letzten 5 Sonaten, es ist, als ob alles zerbricht. Es ist sehr wenig in der Mitte, sehr viel in den Extremen, Bass und Diskant. Und das gibt ein Gefühl, wenn Sie wollen, von Unordnung, von Kampf, von alles, was wir gelernt haben, mit Beethoven zu assoziieren. Deswegen wäre ich sehr glücklich für jeden Mensch, der kommt, der die ganze Reise macht und nicht nur die Berge oder den See sieht, sondern alles, was in einem Land sehen kann.